Hallo, liebe Freunde der Freiheit, der Verfassung und eines guten Kaffees. Liebe Freizeitturnerinnen, Paartherapeuten und Pizzabäcker. Kurz, liebe Kinder, wir sind von weit her heute hierher gekommen, um euch etwas näher zu bringen. Oder sind wir etwa bereits zu nah? Distanz, Distanz. Klar, vollkommen richtig, ist ganz, ganz wichtig. Distanz. Der einzige Tanz, der heute noch erlaubt ist, ein Tanz mit der Angst im Arm und im anderen Arm den neuen Geliebten, den Gehorsam. Jeder Schritt, immer mit Blick ganz nach oben. Kaiserkönig, wie viele Schritte darf ich machen? Und unsere ausgesetzte Freiheit baumelt als Lockkeks ständig vor unserer eigenen Nase rum. Wir kriegen mal Häppchen, mal Strafe. Das ist eine Freiheitsverschenkungsberaubung. Boah, also, Entschuldigung, das erzählen wir, liebe Kinder. Andere sagen, alles Märchen. Und dann kommt das berühmte V-Wort mit Verschwiffe. Ach, lassen wir das. Und darum ist es ja höchste Zeit, mal endlich unabhängig zu untersuchen. Ganz genau, Step by Step, was geht da politisch ab und zwar de facto. Zum Beispiel Transparenz schon nur im Maskendeal. Wir tragen heute deshalb transparente Masken. Sie sehen, so. Wenn das mal endlich alles klar ist, dann... Oh. Mein Bauchgefühl sagt mir, dann fängt es überhaupt erst an. Denn im Grunde läuft hier, Kinder, vielleicht kennt ihr das ja, ein echtes, fettes Familiendrama. Die einen, die Corinna-Gläubigen, die wollen ihren staatlich lizenzierten Angstglauben leben. Und in der geimpften Sicherheit finden sie ihr Zellenheil. Dafür wollen sie aber auch geliebt werden. Von den Eltern, den Mächtigen und ihnen zeigen, dass sie so lieb sind, dass sie sogar die Verantwortung übernehmen für uns alle. Für unseren Glauben und Gehorsam. Ob wir das wollen oder nicht, egal, jetzt ist Corinna. Und dass wir Ungläubigen diese Angst nicht haben, und wenn schon für sie in der Sache nicht recht, dann doch zumindest Rechte haben könnten. Irrelevant. Wegen der nationalen Tragweite. Und nationalen Tragweite, das ist jetzt keine neue Jeansgröße, Kinder. Aber schon sehr eng. Ja, slimmer geht's nimmer. Und wer sich das nicht anzieht, das sind eben mehr und mehr und mehr und mehr und... Also große, riesengroße Beziehungskiste überall. Ja, da haben sich zwei Gruppen aber heftig auseinandergelebt. Wenn ich es mir recht überlege, eigentlich nicht erst seit gestern? Sich freitesten? Sagen Sie, kennen wir das? Das hatten wir doch schon. Schule, Notendruck, Teste, QS-Bögen, Qualifikationen, Rapporte, Zertifikaten vorweisen als Zugangsschein zu meinem eigenen Leben, zur Arbeitswelt überhaupt. Ganz einfach nur Mantel aus, Gürtel aus, Lebenskoffer in den Ultraschall, genau wie in der Abflughalle, genau wie dort auch. Und jetzt? Sich freitesten für alle? Sich frei impfen lassen? Eigentlich ja nur logisch nach dem, was alles passiert ist. Zu lange haben wir uns ein bisschen und dann noch ein bisschen und noch ein bisschen verbogen. Jetzt geht's vom Biegen ins Brechen. Sie merken, wir haben gerade ungeschützten Gedankenverkehr mit Ihnen. Das könnte wirklich auch ansteckend sein. Keine Angst. Keine Angst. Wir kommen nur so nah wie nötig.
Aber sagen wir es lieber jetzt als zu spät. Wir gehen am liebsten unter die Haut, wenn's geht. Und wieder ist Barbarenzeit. Gespielt wird jetzt Faschismus-Leid. Die alte Sau im neuen Kleid. Sie rülpst und wir gehorchen schon. Als die Parolen neu der Ton. Das Vierte Reich, Business-Version. Geil!